Willkommen bei meinem Rückblick zum 18. Bundesligaspieltag. Wir legen direkt los, einmal mit dem Blick auf die Tabelle vor diesem Spieltag, also nach dem 17. Und was hier interessant ist, natürlich Leverkusen erstmal wieder 4 Punkte vor den Bayern. Und wir sehen, dass Leipzig, Dortmund 3 Punkte auseinander sind und die Tordifferenz sehr klar noch für Leipzig spricht. Frankfurt lauert auch dahinter mit Freiburg zusammen. Und im Tabellenkeller haben wir die Situation, dass wir mit Mainz, Köln 2 Teams haben mit gleich vielen Punkten, Darmstadt 1 Punkt nur dahinter. Und Union Berlin, ja, die haben halt noch das Nachholspiel gegen die Bayern mit 14 Punkten. Das allererste Spiel war dann das, was nicht spielbar war, also was nicht ausgespielt werden konnte, Mainz gegen Union Berlin. Es war dann so, dass die Witterungsverhältnisse nicht in Ordnung waren, dass man da ein normales Spiel und auch für die Fans eine vernünftige Anreise hat garantieren können. Und deswegen, ja, wurde es eben verschoben. Ich weiß jetzt noch gar nicht, auf welchen Tag genau, aber wird wahrscheinlich möglichst schnell nachgeholt werden. Ich habe es gerade gesagt, Mainz, Union Berlin, beide im Abstiegskampf, Platz 15, Platz 16. Es wäre ein richtig hitziges Duell geworden und das kann noch richtig viel entscheiden im Verlauf der Saison. Deswegen starten wir auch direkt mit dem Samstag eigentlich, mit dem ersten Spiel Heidenheim gegen Wolfsburg. Mein Tipp bei diesem Spiel war ein 2:1 für Wolfsburg. Da hatte ich beide meinen Tipps leider die Mannschaften verdreht, aber 2:1 für Wolfsburg war mein Tipp. Am Ende wird es ein 1:1 und das ist eigentlich voll in Ordnung. Wolfsburg startet stark, hat das 1:0 von Wolfsburg, das Czerny war richtig schön rausgespielt. Wirklich 10 Stationen am Stück, rübergelupft über die Abwehr, ganz gefühlvoll, super abgeschlossen. Also das frühe Tor in der 7. Minute. Und daraufhin gab es nochmal 1-2 gute Chancen, einen Freistoß von Arnold, der auch wirklich eine gute Führungsrolle übernimmt, nachdem er bei Kovac am Anfang so ein bisschen hinten vor war oder außen vor war. Heidenheim kommt auch noch gut zurück, gerade Beste und Kleindienst, Dingschi hier vorne, machen einfach richtig Betrieb. Auch die Verteidigung ist wirklich stabil. Traoré hat mir sehr gefallen, rechts hinten bei Heidenheim. Der Anschluss in der 21. wird noch aberkannt wegen Abseits. Es war knapp, aber auf jeden Fall richtig. Und dann gibt es aber doch noch den Ausgleich in der 45. plus 2 durch ein Eigentor von Jens natürlich in seinem 22. Bundesligaspiel. Bitter für Wolfsburg war da, dass da Meier nicht im Spiel war. Er wurde wegen einer Verhandlungspause rausgeschickt und wurde halt noch nicht wieder ins Spielfeld reingeholt, weil genau da, wo er reingehen wollte, war gerade das Spiel geschehen. Also hat sich Kleindienst, Traoré da draußen, hatten sich gerade den anderen den Ball zugespielt und da kann natürlich nicht von Seiten aus einfach ein Wolfsburger Spieler reinkommen und wieder in den Zweikampf reingehen. Das wäre natürlich nicht fair gewesen. Da hat sich dann Kovac irgendwo auch verständlicherweise beschwert, aber was soll ich jetzt nicht da machen, alles richtig. Kriegt dann noch eine gelbe Karte und dann geht's in die zweite Hälfte mit diesem 1:1. Man muss sagen, Wolfsburg einfach viel zu wenig. Das erste Führungstor für Heidenheim wird dann noch aberkannt in der 64. Minute. Tim Kleindienst wieder knapp im Abseits. Also wirklich bitter. Insgesamt von den Chancen, es gab da noch 1-2 gute Chancen. Auch Meier zum Beispiel in der zweiten Halbzeit, aber wirklich viel Offensivtaktik war da nicht dabei. Und deswegen ein verdientes Unentschieden. Das nächste Spiel war dann das Spiel Köln gegen Dortmund. Mein Tipp war ein 2:1 für Dortmund. Das wird am Ende viel deutlicher, ein 4:0 am Ende. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Köln ihre Chancen in der zweiten Halbzeit nicht genutzt haben. Aber wir fangen erstmal von Beginn an. Dortmund geht relativ früh in Führung. In der 12. Minute ist Daniel Mahlen durch eine schöne Eckenvariante. Brandt spielt da flach in den Strafraum rein, Mahlen macht das Ding richtig gut, gefühlvoll ins lange Eck. Und dann hat Dortmund ja, ich sag mal, verwaltet. Wobei das verwaltet eher daraus hinaufläuft, dass sie es nicht anders konnten. Also man hatte nicht das Gefühl, dass Dortmund wusste, wie sie jetzt hier richtig hinten rausspielen, die Bälle vorne anbringen. Das hat alles eigentlich komplett gefehlt. Und so geht die erste Halbzeit dann zu Ende mit ein paar Halbchancen für Köln, aber wirklich nicht große. 1-2 Chancen für Dortmund, die sie einmal dann genutzt haben. Und die zweite Hälfte, da muss Süle raus, Henry Blanc oder Blank, ein relativ junger 19-jähriger Innenverteidiger von Dortmund, muss ersetzen. Dachte ich, oh, das könnte jetzt für Köln echt eine Chance sein. Und sie haben ja noch zwei Riesenchancen. Einmal direkt Blank gefordert im Zweikampf, kommt gerade noch rechtzeitig hin, um ihn zu stören. Und dann noch der Pfostenschuss von Meiner, natürlich eine Riesenchance. Und dann wird Dortmund richtig eiskalt, erster Elfmeter, der schon okay ist, dann 58. Füllkrug macht das Tor und dann kurz danach noch ein Superpass von Marzen in 61. Man sieht auch in dem Spielsystem, dass Borussia Dortmund im Aufbau oft sich darauf verlässt, dass der Rechtsverteidiger Meunier hinten bleibt. Sie spielen quasi Dreierkette und Marzen meine ich natürlich, der Linksverteidiger rückt ins Mittelfeld, das hat man gerade in der zweiten Hälfte sehr häufig gesehen, um den Spielaufbau zu unterstützen, weil der Typ hat richtig krasse Pässe, auch schon gegen Darmstadt hat er so schöne Seitenwechsel dann auf Sancho gespielt oder eben jetzt die Vorlage für Daniel Mahlen von der linken Seite, kräftig rein, schön so mit einem Curveball in die Spitze, super Typ. Und dann, was mich auch noch, muss ich sagen, gefreut hat für den Jungen, ist das Tor von Moukoko, 90+2, er kam schon gegen Darmstadt rein, macht das Tor, da habe ich gedacht, vielleicht führt er jetzt auch gegen Köln vielleicht mal von Beginn an spielen oder früher eingewechselt. Und dann macht er tatsächlich wieder das Tor und Füllkrug muss man sagen, der kriegt jetzt langsam richtig Druck von Moukoko, denn er hat jetzt zwei Tore nach Einwechslung gemacht, zweimal hintereinander und Füllkrug ist nicht so viel gelungen.
Köln hat man gerade in der zweiten Halbzeit gesehen, sie haben es versucht, das kann man ihnen nicht vorwerfen, aber da ist kein Selbstvertrauen. Wenn gerade noch ein Selke fehlt und ein Marc Uth, dann fehlt einfach auch die Qualität vorne drin und das wird noch richtig, richtig schwer. Das nächste Spiel war dann Freiburg gegen Hoffenheim, am Ende ein 3:2 für Freiburg, Malte Pier war ein 3:1, also wow, auch nicht so schlecht. Es ist ein komplett verdienter Sieg, also das 3:2 ist echt noch ja, nicht untertrieben, weil Hoffenheim schon einige Chancen hat. Wenn man durch Schüsse guckt, 18:16 für Freiburg, 9:4 davon aufs Tor. Insgesamt ist es aber so, Freiburg hat einfach gefühlt mehr investiert. Klar, Heimspiel auch, sie waren wirklich gepusht, sie hatten Chance um Chance. Alle 3-4 Minuten gab es wieder einen guten Schuss, einen guten Angriff von Freiburg. Und die gehen erst mit 1:0 in Führung, was erst noch abseits war, aber dann eben wieder korrigiert richtigerweise. In 37. durch Höhler. Dann nach der Halbzeit 55. macht Grifo das Tor. Richtig schön, wie er cool bleibt. Schiebt den Ball dann fast noch ganz simpel eigentlich rein. Kommt aber ganz schnell in 57. durch Weghorst der Anschluss. Und man denkt, wo kommt das denn eigentlich her? Und dann gibt es tatsächlich den Ausgleichstreffer in der 77. durch Bayer, der den Ball richtig geil reinhaut. Also schaut euch das Tor an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann gibt es noch die gelb-rote Karte für Gulde, die echt bitter ist. Also das ist echt eine super schwierige Situation zu bewerten. Gulde hat eben schon gelb. Dann läuft Bayer in seinem Angriff vor Gulde quasi vor, rennt ihm einfach vor die Beine. Und Gulde läuft eigentlich nur geradeaus. Aber er, ich sag mal so, Bayer hält dadurch, dass er ihn quasi den Laufweg kreuzt. Und es ist halt wirklich Auslegungssache. Hat Bayer jetzt Gulde gekreuzt oder hat Gulde Bayer gekreuzt? Das ist einfach, das kann man nicht wirklich sagen. Es ist, finde ich, viel zu hart, da eine gelb-rote Karte zu geben. Weil, ja, die Situation, Touches Foul, würde es zulassen. Aber davon zu sprechen, dass das wirklich ein Foul war von Gulde, der ist einfach nur gerade ausgelaufen, ist echt hart. Nichtsdestotrotz, eigentlich muss man sagen, Gerechtigkeit dann noch durch Scholley, der in der 85. Minute, also wieder 3 Minuten später, das 3:2 macht für Freiburg. Wie gesagt, für mich hochverdient. Freiburg war die klar bessere Mannschaft. Die 2 Tore von Hoffenheim waren nicht aus dem Nichts. Sie hatten dann schon sich mehr rausgespielt. Ihr habt die Schussstatistik gehört. Aber es war schon ja, einfach ein verdienter Sieg für Freiburg. Und dann kommen wir zum Derby heute. Oder an diesem Samstag, Darmstadt gegen Frankfurt. Meinte, war ein 3:2 für Frankfurt. Es wird doch ähnlich knapp, aber ein 2:2 unentschieden am Ende durch ein ganz spätes Tor durch Darmstadt. Von Beginn an muss man sagen, Frankfurt hat ja gegen Leipzig gewonnen. Am letzten Wochenende auch mit viel Glück, viel defensiver Stabilität. Und man hat sich schon in der Hinrunde eigentlich gut geschlagen gegen die Topmannschaften. 5:1 gegen Bayern, ein 3:3 gegen Dortmund, was man auch gewinnen hätte können. Problem war immer nur die, ich sag mal, schlechteren Mannschaften, die man wirklich bespielen muss, spielerisch schlagen. Das war auch schon in der Conference League ein großes Problem. Und das hat man hier eigentlich schon auch gesehen. Es gab einzige gute Chancen. Nkunku hat richtig gut mitgemacht, macht auch noch das 1:0 in der 33. Minute und am Ende wird es sogar noch erhöht von Knauf in der 51. Der Anschluss kommt aber relativ schnell durch Justwan in der 61. Und das ist sehr stark aufgefallen. Nach dem 2:0 hat sich Frankfurt weit zurückgenommen. Die haben wirklich auf ihre defensive Stabilität verlassen und die ist eigentlich auch da. Also wie gesagt, gegen Leipzig, gut, auch ein bisschen Glück dabei, aber auch die Hinrunde, wenn sich Frankfurt hinten reinstellt und aktiv gut verteidigt, auf die Gegner drauf geht, Passwege zustellt, dann sind es eine richtig defensiv starke Mannschaft. Aber dass dann der Anschluss so schnell kommt, ist natürlich dann sehr bitter, denn dann hat eigentlich Darmstadt gedrückt. Es gab ein, zwei Situationen, wo man denke, jetzt könnte Frankfurt kommen, aber jede Kontersituation ist eigentlich verpufft. Kalajdzic musste dann noch ausgewechselt werden, was dem Ganzen nicht geholfen hat, kurz vor Schluss. Und dann gab es eben einiges an Nachspielzeit und Darmstadt hat gedrückt. Nächste Chance. Und dann die schlimmste Situation, wo Tuta eigentlich den Ball gewinnt, gut gemacht, rechte Seite, könnte vielleicht einen Konter starten oder mal zumindest den Ball einfach weghauen. Und er spielt den Darmstädter flach in den Fuß. Ich glaube, auf Kempe wird der Ball dann gespielt, links raus, dann legt den Ball nochmal zurück auf Klara, dann macht er in der 90. plus 5. den Ausgleich. Und man hat gesehen an der Reaktion der Fans, der Spieler, natürlich, wenn du so spät ein Tor schießt, so ein wichtiges Tor für die Moral. Ich meine, Darmstadt ist ganz hinten drin, die brauchen jeden Punkt, jedes Pünktchen und gerade gegen in so Derbys dann die Punkte zu holen, tut einfach richtig gut. Währenddessen für Frankfurt, ja, es hat sich ein bisschen das bestätigt. Frankfurt hat dann einfach aufgehört, wirklich Fußball zu spielen und das darf einfach nicht sein gegen den Tabellenletzten. Das letzte Spiel am Samstagnachmittag war dann Bochum gegen Stuttgart. Da gab es, also 1:0 für Bochum, mein Tipp war ein 4:2 für Stuttgart, also viel mehr. Stuttgart hatte die Chancen, Undorf hat eigentlich die ganzen Chancen nicht reingemacht. Stiller hat eine riesige Chance, Anton, also wirklich, Riemann auch super Spiel gemacht. Natürlich, ein großes Thema war das Plakat, was das Fluchttor überhangen hat und das ging dann doch auf, wenn man es ein bisschen hoch macht. Viel Drama um ganz ehrlich gar nichts. Also man muss einfach sagen, macht das Plakat weg. Wenn es stört, darauf kommt, das Plakat mal hochzuheben
geht vielleicht auch früher, aber das ist auch schwierig, wenn da, ich meine, da sind hunderte Leute im Fanblock, da stehen 10 Ordner und was weiß ich nicht was vorne dran und die haben alle eine Meinung, denken, ja, so geht das, so geht das, so geht das, dann ist einfach so, zu viele Köche versauen die Suppe. Also wenn da zu viele Leute sich um was streiten, dann kommst du einfach sehr schlecht zum guten Ergebnis. Wenn man auch auf die Schussstatistik schaut, sieht man 19-6 für Stuttgart und 5-1 davon aufs Tor, also ganz verdient. Ist es einfach mindestens unentschieden gewesen. Eigentlich hätte Stuttgart das Spiel auch locker gewinnen können. Aber wie gesagt, das mit dem Plakat war viel Aufsehen, finde ich, um nichts. Das ist halt einfach unnötig. Es war richtig krass. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Bundesliga-Ticker halt verfolgt. Und ich sehe dann, hey, die sind in der 60. Minute und alle anderen Mannschaften sind schon fertig. So, was ist da passiert? Aber wie gesagt, wichtiger Sieg für Bochum. Auch die sind im Abstiegskampf, können sich immer weiter davon entfernen, haben momentan 9 Punkte Vorsprung auf Mainz. Die haben eben noch ein Spiel weniger. Und das absolute Topspiel war natürlich Leipzig gegen Leverkusen. Am Samstagabend ist es ein 3-2 für Leverkusen. Und mein Tipp war tatsächlich ein 2-1 für Leverkusen. Also war ich in der Tendenz wirklich richtig gut. Erstmal muss man sagen, das 1-0 von Xavi Simons war überragend gemacht. Technisch wirklich richtig toll. Und das ist natürlich das, was Leipzig haben will. Die sind defensiv gut, können gut kontern mit dem Openda, Xavi. Ein Olmo hat direkt von Anfang an gespielt. Šeško vorne drin. Und das ist perfekt. Die gehen 1-0 in Führung. Die können jetzt nach Kontern spielen. Die können defensiv stehen und Leverkusen auskontern. Leverkusen Ballbesitzmannschaft, die wollen natürlich den Ball haben, logischerweise. Wenn da mal ein Fehlpass spielen, geht's zack, schnurstracks nach vorne. Und das ist genauso gekommen. In der ersten Halbzeit gab es wirklich viele Chancen. Openda, Šeško, der Ball kommt super in die Spitze von ihm. Er krätscht rein und der Ball geht wirklich knapp nur links vorbei. Also wirklich viele gute Chancen. Leverkusen war trotzdem im Spiel. Und gerade gegen Ende der zweiten Hälfte hat man gemerkt, dass Leverkusen auch viel mehr den Takt übernommen hat. Viel mehr Ballbesitz. Auch wirklich zu viel sicheren Ballbesitz, ohne dass Leipzig wirklich in die Zweikämpfe gekommen ist. Kurz nach Anpfiff der zweiten Hälfte, 47. der macht dann Teller das 1-1. Er ist reingekommen für Frimpong in der ersten Hälfte, der leider verletzt raus musste. Aber es scheint, dass er nicht zumindest mal so lange verletzt sein wird. Scheint nicht so Schlimmes zu sein. Diesen Ausgleich kontert Leipzig dann direkt in der 56. mit Openda mit dem Tor. Schönes Kontertor nach einer eigenen Ecke von Leverkusen. Richtig schön rausgespielt. Super gemacht. Und dann kontert das ganze Leverkusen mit einem Tor nach einem Standard, nach einer Ecke. Jonathan Tah. Und das ist auch eine Sache. Leverkusen ist extrem stark bei Standards. Ich glaube, nach Heidenheim die zweitstärkste Mannschaft nach Standards, also nach Ecken und so weiter. Und danach, nach dem 2-2, hat sich Leipzig eigentlich nur noch hinten reingestellt. Sie haben versucht, immer wieder Konter zu fahren. Das hat ein, zwei Mal ganz in Ordnung geklappt, aber wirklich, wirklich nicht. Es war ein bisschen so wie bei Frankfurt gegen Darmstadt, nur auf einem ganz anderen Niveau natürlich, dass sich Leipzig jetzt hinten reingestellt hat, das 2-2 irgendwie halten wollte, versucht auf Konter zu spielen, aber das klappt einfach nicht gegen eine Leverkusener Mannschaft, die so erdrückend überlegen war. Sie hat so viel Ballbesitz gehabt, viele gute Zweikämpfe, hat die Leipziger Konter wirklich im Ansatz ersticken können. Und dann gibt es die 90+1 Minute, Hinkapié macht wieder nach einer Ecke, ne? Standardgefahr, das 3-2 für Leverkusen, so wichtig, wieder mal in der Nachspielzeit gewonnen, wie gegen Augsburg am letzten Spieltag. Und der Sieg geht auch ja, in Ordnung. Gerade muss man sagen, in der ersten Halbzeit hätte Leipzig locker das zweite machen können, vielleicht sogar müssen. Und wenn du mit 2-0 in die Halbzeit gehst, Leipzig zu Hause, denke ich, geht das Spiel ganz anders aus, aber dadurch, dass es nur 1-0 stand, war halt alles drin für Leverkusen und sie glauben an sich, sie sind eine starke, gefestigte Mannschaft und der Sieg ist verdient, meiner Meinung nach. Es war ein ausgeglichenes Spiel, insgesamt aber ein bisschen mehr Vorteile für Leverkusen. Gerade die zweite Hälfte hat man gesehen, dass Leverkusen einfach stärker war als Leipzig. Und Leipzig jetzt mit 2. Niederlage in Folge und die haben wirklich Frankfurt und Dortmund wieder rankommen lassen. Der Mega-Upset des Spieltags war natürlich das Spiel München gegen Werder Bremen. Leverkusen hatte, wie gesagt, das Topspiel gewonnen am Abend vorher und Bayern musste nachziehen, denn wir sind 4 Punkte hinten dran gewesen, jetzt dann 7. Sie haben zwar noch das Nachholspiel jetzt am Mittwoch, aber das sieht natürlich erstmal gar nicht gut aus. Und gegen Werder Bremen, mein Tipp war hier ein 5-1. Also ich habe Bremen das Tor zugetraut, auf jeden Fall, aber dass Bayern kein Tor schießt. Sie hatten jetzt, glaube ich, 65 Tore in Heimspielen am Stück geschossen, also in 65 Heimspielen am Stück ein Tor geschossen oder mehr, also nicht zu 0. Und dass sie jetzt gegen Werder Bremen, ausgerechnet Werder Bremen, seit 2-8 haben die kein Spiel mehr gewonnen, die Bremer. Thomas Müller hat nicht ein einziges Spiel gegen Werder Bremen in seiner ganzen Karriere verloren. Und der Typ ist langsam Richtung Karriereende. Und die verlieren das Ding. Und das in einer Art und Weise, wo du wirklich denkst, das ist doch unglaublich. Bayern hatte den Totalausfall gegen Frankfurt in der Hinrunde, hat da 5-1 auf die Fresse bekommen, muss man einfach so sagen.
Und jetzt kommt hier Werder Bremen. Das erste Spiel haben sie nicht mit Glück. Sie waren schon sehr gut auch gegen Hoffenheim, wirklich stark. Aber Hoffenheim hatte eine Zeit, ich weiß noch, es stand glaube ich 1-0 oder 2-0 für Bayern. Und da hatte Hoffenheim drei Riesenchancen hintereinander. Pfosten, Latte, Neuer, zweimal riesig gehalten. Du denkst dir, am Ende 3-0, Hoffenheim kriegt noch eine rote Karte, gut. Und jetzt kommt Werder Bremen, wieder Heimspiel. Du denkst, das müssen die auf jeden Fall gewinnen. Die starten mit Kane, Sané, Coman, Musiala. Kimmich, Guerrero, Mittelfeld, darüber kann man kurz reden. Und Bremen, ja, defensiv stark, macht es so gut, aber die Zweikampfführung der Münchner war ja unterirdisch. Und Kimmich, der hat absichernder gespielt und Guerrero weiter vorne. Und Guerrero war einfach nicht gut. Und Kimmich weiter hinten, das ist einfach wirklich verschenkt. Der hat so viel Offensivpower, so viele gute Ideen, was man so gar nicht so richtig sieht, finde ich, bei Kimmich. Man denkt nicht, oh, der ist so dribbelstark, aber der haut Pässe raus, der kann die Bälle schnell verteilen, der steht einfach sehr oft sehr richtig. Und den dann ein bisschen weit hinten zu parken, ist meiner Meinung nach verschenkt. Und auch in der ersten Halbzeit, es ist ja oft so, wenn die Bayern irgendwie nur unentschieden spielen zu Hause oder vielleicht mal verlieren, dann ist es oft so, dass die Bayern viele Chancen haben, der Torwart ist überragend, auch Pech dabei und dann hat der Gegner ein, zwei Chancen und die nutzen sie natürlich direkt. Aber bei Bremen war es so in der ersten Halbzeit, klar, Zetterer hat sehr gut gehalten. Und Bayern hätte ja auch genug Chancen gehabt, um ein, zwei Tore zu schießen. Wenn man auf die Statistiken guckt, sieht man 22 zu 8 Schüsse, 7 zu 3 davon aufs Tor, 10 Ecken, fast 70% Ballbesitz. Aber man muss einfach sagen, in der ersten Halbzeit gab es so, ich würde sagen, 3 gute Chancen für die Bayern und 2 für Werder Bremen. Und darunter eben auch das aberkannte Tor von Ginma, es ist richtig, dass aberkannt wurde, denn es war ein klares Foul an Musiala. Aber trotzdem, man sieht einfach, Bremen hatte Chancen und nicht viel weniger als Bayern München. Die letzten 20 Minuten der zweiten Hälfte, da hatte Bayern dann wirklich eine klare Überlegenheit. Die haben dann umgestellt, Dreierkette, Merl vorne rein, einen Müller gebracht, einen Choupo-Moting, einen Goretzka, die sind dann alle vorne in den Strafraum rein oder haben die Flanken reingebracht. Und dann hat sich Bremen natürlich nur hinten reingestellt und dann wurde die Statistik, muss man sagen, auch nochmal aufgebessert. Für Bremen war der Sieg auch nicht unwichtig, denn man hat mit Bochum gewonnen, ist jetzt wie Bochum und Gladbach, aber mit 20 Punkten da in der Tabelle und hat eben 9 Punkte auf den Abstiegsplatz erstmal. Und natürlich mit so einem Sieg rechnet natürlich keiner. Es sind 3 einfach absolute Extrapunkte. Und Bayern München ist jetzt eben, stand jetzt erstmal 7 Punkte hinter Leverkusen. Das Spiel gegen Union Berlin muss man eben auch erstmal gewinnen. Also sowas darf niemals passieren, so eine Zweikampfführung, so eine Mentalität auf den Platz zu bringen, wenn du hinten bist in der Bundesliga. Wenn du nicht Erster bist, nicht irgendwie mit 5 Punkten Vorsprung Erster bist, sondern du bist Platz 2, jetzt mit 7 Punkten Abstand auf Platz 1. Und dann spielt ja noch gegen Leverkusen die Bayern in Leverkusen und das Spiel muss Bayern definitiv nicht gewinnen. Also wird richtig hart nochmal die Aufholjagd, aber ich bin sehr gespannt, wie sich die Saison weiterentwickelt. Als letztes Spiel haben wir dann Gladbach gegen Augsburg. Mein Tipp hier war ein 1-0 für Gladbach. Ich dachte wirklich, es wird kein mega krass torreiches Spiel. Am Ende wird es ein 2-1 für Augsburg. Ich dachte, boah, nice, Gladbach geht früh in Führung. Dann könnte mein Tipp ja wirklich mal aufgehen. In der 26. Minute macht Sibaceo, oder Jordan, nach ein bisschen Kuddelmuddel im Strafraum das 1-0. Gar nicht so unverdient, finde ich. Insgesamt war Augsburg aber eigentlich schon in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Die Statistiken sind relativ ausgeglichen. Gladbach mit ein bisschen mehr Ballbesitz, 55%. Schüsse 18 zu 15, 4 zu 7 davon aufs Tor. Also Augsburg ein bisschen gefährlicher, was das betrifft. Aber Augsburg kam und gerade in der zweiten Hälfte, die erste war dann nicht mehr so ereignisreich, aber insgesamt war es trotzdem ein Fußballspiel, das schon gut war. Also auf seinem Niveau war es wirklich gut. Es ging hin und her, gute Zweikämpfe, auch gute Passstaffetten teilweise, viel Intensität, also wirklich Spaß gemacht zu gucken. Und dann in der zweiten Halbzeit Doppelschlag, Tietz in der 47. nach einer Flanke von dem Babu und dann Engels mit einem sehr überlegten Abschluss links unten rein, quasi vom Elfmeterpunkt. Und dann hat das Augsburg richtig gut gespielt. Sie hatten ein, zwei gute Chancen. Auch Gladbach hatte ja gute Situation, aber insgesamt geht der Sieg für Augsburg in Ordnung. Sie hatten viel mehr, ich finde, System in ihrer Offensive. Es war viel mehr klar, wer geht wohin. Tietz geht direkt Richtung 5-Meter-Raum. Engels bleibt ein bisschen weiter hinten. Ne? Das ist alles so von den Abläufen her, passt das. Und bei Gladbach ist das noch ein bisschen viel Zufall. Einfach ein bisschen viel. Lauf nach vorne, Player, individuelle Klasse, Honorar, bringt die Flanken und guck mal, dass da irgendeiner drin ist im Strafraum. Und das ist einfach zu wenig. Eine positive Nachricht war es natürlich noch, dass Stefan Leiner zurückkam nach einer Lymphknoten-Tumorerkrankung, die er jetzt erstmal scheinbar überstanden hat. Glücklicherweise, also alles Gute weiterhin für ihn. Hat jetzt ein Comeback gegeben, es war nochmal ein emotionaler Höhepunkt bei einem Spiel für Gladbach, das eigentlich ja, viel Ernüchterung mitbringt, weil Gladbach ist ja eigentlich gut gestartet jetzt ins neue Jahr mit dem Sieg gegen Stuttgart. Wenn wir also nach dem 18. Spieltag auf die Tabelle gucken, wie gesagt, Bayern hat noch ein Nachholspiel gegen Union am Mittwoch, 7 Punkte Vorsprung für Leverkusen. Dortmund ist auf
ja, punktgleich mit Leipzig und sie haben auch viel an Tordifferenz aufgeholt, weil Leipzig zweimal verloren hat. Dortmund 7 Tore aufgeholt. Auch nur ein Punkt nur noch auf Stuttgart. Frankfurt, Freiburg sind jetzt punktgleich da vorne. Und im Abstiegskampf haben wir jetzt ein bisschen eine Lücke. Wenn Union Berlin das Spiel gegen die Bayern nicht verliert, haben wir da bis zu 4-6 Punkte Vorsprung auf Mainz, Köln und Darmstadt, die alle mit 11 Punkten hinten drin stehen. Viele von euch haben nicht abonniert, würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Das ist kostenlos. Wie habt ihr die Spiele gesehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.